Welcome back, Freunde, zu einem neuen Video hier auf dem Channel. Wir sind hier im Intelligent Strength, im Gym alle Gym, das Gym. Und wir werden heute jetzt mal Daniel herausfordern zum kleinen Posing Battle. Wir beide haben Pre-Prep-Diät fast abgeschlossen. Wir sind also ziemlich ähnlich weit weg von Stage Weight. Wir haben schon mal ein Posing Battle gemacht, als ich noch voll in der Off-Season war. Er schon ein bisschen auf Diät. Und ich würde sagen, es wird Zeit. Und wir haben niemand Geringeres als Patrick Teutsch, der das Ganze noch ein bisschen bewerten wird. Dementsprechend, wir suchen jetzt mal Daniel auf und schauen mal, ob er bereit ist, ein kleines Battle zu machen. Ready für ein kleines Battle. Ready. Ready again. Wie lange ist es her? 3 Monate oder ein bisschen mehr. Vier Monate. 4 Monate und 10 Kilo leichter beide, oder? Beide, ja. Yeah. Passt. Ich bin gespannt. Ich auch. Okay, Menes. Denn einmal Front-Line-Up hier. Beide jetzt einigermaßen mit einem vergleichbaren Körperfettanteil. Beide schon gut Cuts in den Beinen. Dann ein bisschen mehr Volumen im Oberkörper. Raum und Darm im Unterkörper. Fleischig aufgestellt. Vierte Drehung nach rechts. Vierte Drehung nach rechts. Was wolltest du sagen, Peter? Na, ich vergleiche nur ein bisschen. Nämlich ja, ihr habt beide in die falsche Richtung, ja. Schon sehr stabil. Da bin ich jetzt gespannt, dem Rücken technisch. Bei Ramon aber auch ordentlich was gegangen. Da ist so viel passiert und auch beim Ramon merkst du auch beim Doppelbizeps, werden wir sehen, sehr viele Details. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn er lean wird. Vierte Drehung nach rechts. Was sich da alles zeigt. Und sie drehen sich nach links, weil sie von Anfang an falsch gemacht haben. Aber das sind die Profis von heute, ja. Können sie nicht mal nach rechts drehen hier. So. Einfach nur Muskeln haben, das ist das Wichtigste. Ja. Eine sehr, sehr schöne Pose von Daniel. Schwer zu schlagen. Ja. Aber die Beinmasse, Unterkörpermasse von Ramon ist auch, scheint auch hier durch. Ne? Bitte Drehung nach rechts und Front Double Biceps bitte. Einfach immer nur nach rechts. Ja, ich sag's halt so, wie es korrekt wäre, ja. Da merkt man jetzt auch bei Ramon, dass ordentlich was beim Rücken aufgegangen ist. Ja. Spannweite ist schon. Aber bei Daniel ist der V-Taper auch deutlich besser geworden. Ja. Da ist nur bei den Beinen, merkt man Ramon, schon einen Ticken nach vorne, was ist schon geht und so. Genau. Das ist, dass Daniel einen Frame vom Oberkörper hat, ne? Okay, Front Lat Spread. Ja. Einmal gekillt. Lass die Jungs mal eine Runde leiden, ne? Perfekt nach dem Training. Daniel stellt sie mittlerweile auch einen Ticken besser. Ramon könnte sich da noch weiter nach vorne ziehen. Ich finde, er könnte sich noch größer machen. Insgesamt die Beinkontrolle geht hier und da langsam flöten. Relax, Side Chest, bevorzugte Seite. Ja, da merkt man wieder Ramons Unterkörper. Ja, obwohl Daniel da auch kernstabil ist. Aber ich glaube, merkt man Körperfettverteilung noch ein bisschen anders. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, overall in der Gesamtstimmigkeit ist Daniel einfach in der Side Chest sehr, sehr schwer zu schlagen. Aber Unterkörper, wenn der bei Ramon lean ist, ne, das gibt schon ein ordentliches Battle. So, Side Tricep. Ja, man merkt auch, dass bei Daniel noch die Schultern stärker ausgeprägt sind. Auch. Ja. Und Trizeps halt auch, das ist Tumor. Jetzt stellt Ramon die auch ein bisschen besser, eben ein bisschen eng gestellt. Wollte ich nämlich gerade sagen, dass er auch noch posing-technisch aufbaufähig ist an der Stelle. Okay. Rückenansicht bitte, Menes. Eben, das wird jetzt interessant, weil ich glaube, Back Double Biceps. Back Double Biceps. Ich glaube, da wird nämlich da mit Volumen ein bisschen mehr punkten, aber Ramon mit Details. Da ist eine Frage im Unterkörper, ob Daniel das nicht anders stellen sollte, um ein bisschen dichter zu wirken. Gerade gegen Personen wie Ramon, die denn da relativ viel Dichte aufweisen. Aber im Oberkörper auch schon ziemlich even das Battle, ne? Ja. Ich glaube, Ramon hätte da noch weiter aufmachen können. Ja, wir reden die ganze Zeit. So. Deswegen dauert es auch so lange. So. Back Lat Spread. Wir müssen ja erstmal ein bisschen analysieren, ne? Schön aufmachen jetzt. Ich glaube, die kann Ramon noch besser posen. Ja. Da ist auf jeden Fall bei Ramon noch mehr rauszuholen, glaube ich. Aber da ist viel die letzten Jahre passiert. Ist auf jeden Fall Fleischtechnik. Aber Daniel kann die auch besser posen. Ja. So, jetzt werden wir langsam gezittert. Ja. So, einmal nach vorne. Wir müssen ja auch ein bisschen diskutieren. Ne? Einmal an die Bauchbeine, bitte. Spannend.
beide eine ähnliche Art zu stellen mit einem ausgestellten Bein. Finde ich sogar sehr gleich. Ja, gleichmäßig. Hätte ich auch gesagt, ne? Also nehmen Sie sich das beide viel. Beiden viel, ja. Da muss man wirklich sehen, wie das dann abgefahren aussieht. Ja. Okay, ja. Most muscular. Mal gucken, welche beide wählen. Ja, Daniel mit der Körper. Die will ich an Daniel auf alle Fälle geben. Ja. Da merkt man einfach die Schulterdominanz schon wieder. Ja. Und dass da einfach kein Loch mehr fast da ist. Also. Dass er einfach am Oberkörper von vorne ein Stück voraus ist. Ne? Ja. Würde ich auch sagen, da geht die Muskelmaske, da ist Daniel auch sehr, sehr schwer zu schlagen. Ne? Aber ja, es gibt natürlich, wenn beide nebeneinander stehen, ein interessantes Battle. Ja, auf alle Fälle. Ja, wir sind durch. Ja. Freunde, wir sind wieder zurück im Apartment. Posing hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Leider haben wir Patrick und auch Peter gar nicht gehört während dem Posing. Waren auf jeden Fall beide noch ziemlich flach. Haben auch den Lat Spread komplett verkackt, den Back Double verkackt und auf die falsche Seite gedreht. Also absolut perfekt. Ich bin sehr, sehr gespannt auch selbst, wie das Ganze aussieht neben Daniel. Auf jeden Fall kann es jetzt weitergehen mit der Saison. Es geht jetzt vom Pre-Prep-Cut nochmals in eine kleine Aufbauphase. Ich bin sehr gespannt, dass wir da natürlich auch Muskelmasse nochmals rausholen können, weil mit mehr Energieverfügbarkeit steht natürlich auch die Chance, da nochmal ein bisschen was drauf zu packen. Schreibt mal in die Kommentare, wo es bei mir auf jeden Fall noch fehlt. Ich würde sagen, in den Delts muss noch mehr drauf, auf die Lats muss noch mehr drauf. Und somit war es das mit dem heutigen Video. Wie immer, vergesst nicht, mich könnt ihr supporten mit Code Ramon im Evo Shop. Und somit bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.